Es wäre nützlich, wenn das Stativ nicht vor der Linse des Beamers stünde. Ach da, okay, jetzt. Alles gut. Also, mein Name ist Kostja Münscher zum dritten Mal. Seit 2004 bin ich Mitglied im OS4 Entwicklerteam. Anfang letzten Jahres habe ich angefangen, den Ben Hermanns zu nerven, damit dass wir eine neue Version brauchen. Eine neue Verkaufsversion, eine neue OS4-Version. Die Gründe dürften den meisten bekannt sein, die es ein bisschen verfolgt haben. OS 4.1 kam ja in 2008 raus. Seitdem gab es dann 6 größere Updates und 88 einzelne Updates über AMI-Update. Also wer dann letzten Jahres versucht hat, das System neu zu installieren, der hatte viel Spaß. Deshalb wie bei Microsoft. Schlimm. Microsoft bringt nämlich gelegentlich mal wieder Service Pack CDs raus, die dann schon ein bisschen was drin haben. Wir haben das alles nicht gemacht. Dazu kam, dass ich der Meinung war, auch wenn mich manche vielleicht dafür gerne steinigen würden, aber dass ich der Meinung war, nach 6 Jahren kostenloser Updates wäre es wieder mal Zeit, dass jemand was dafür bezahlt, was wir eigentlich machen. Und so kam es dann zu der Final Edition. Die Final Edition markiert also mit Dezember letzten Jahres den Punkt, wo wir alle Updates seit 2008 zusammengefasst haben. Ein paar neue Funktionen, die neue Konsole zum Beispiel, Scrollback-Buffer und so weiter, die eigentlich erst für 4.2 gedacht worden, wurden auch mit integriert. Und aufgrund dessen, ich habe da die Federführung auf Wunsch von Ben Hermanns übernommen, aufgrund dessen, dass es relativ gut geklappt hat, wurde ich dann gebeten, ob ich mich nicht noch ein bisschen mehr engagieren könnte, ob ich noch ein bisschen die technische Leitung mit übernehmen könnte im Team. Ich habe blöderweise ja gesagt, weil schlussendlich, was man bedenken hätte können, ist es deutlich darüber hinausgegangen, mein Aufgabenbereich mittlerweile, was also technische Leitung ist, nur ein kleiner Bereich. Ich musste dann auch die Pressemitteilungen schreiben, ich musste mich um andere Entwickler kümmern. Ich bin jetzt bis auf USA war ich auf allen Amiga 30 Shows vertreten und stehe jetzt auch hier wieder und muss sprechen, obwohl ich eigentlich am liebsten nur Entwickler sein würde. Im Moment schaut es so aus, als ob ich noch ein bisschen erhalten bleibe. Also ich hoffe, dass ich das jetzt alles ein bisschen besser gebahnen lenken kann und koordinierter gebahnen. Und manche werden es auch schon mitbekommen haben. Ich werde immer wieder gefragt nach, wann denn 4.2 käme, wann denn dieses käme, was denn geplant wäre. Und ich sage gar nichts dazu. In der Vergangenheit ist es ja immer gewesen, es wurden Sachen angekündigt, 4.2, Gallium, SMP, das Netbook, falls sich noch jemand daran erinnert. Und schlussendlich wurde dann entweder nichts draus oder die Leute warten immer noch drauf. Das will ich vermeiden, deswegen, wer auch immer mich heute oder gestern schon gefragt hat, mag es dann mitbekommen haben, dass ich einfach sage, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wann kommt 4.2? Ich weiß es nicht. Wann kommt SMP? Mit 4.2. Wann kommt Gallium? 4.2. Also wenn man dann später, beantworte ich auch gerne noch ein paar Fragen, aber diese Fragen kann ich gleich beantworten, ich weiß es nicht. Wenn es fertig ist, ist es fertig. Alles andere wäre aus der Luft gegriffen, an den Haaren herbeigezogen und das hat uns in den letzten Jahren nicht weitergebracht und wird uns auch in Zukunft nicht weiterbringen. Wohin ist da? Ja, so blöd wie es klingt, aber am liebsten würde ich das tatsächlich so machen, gar nicht mit irgendwem reden, sondern einfach unsere Sachen und wenn was fertig ist, dann mal rauskommen. Das geht aber nicht, weil ihr dann unruhig werdet, wenn wir uns zur Zeit noch nicht mehr melden. Wir versuchen auch die Kommunikation mit euch ein bisschen zu verbessern, deswegen auch verstärkt jetzt seit einem Dreivierteljahr ein bisschen mehr Pressemitteilungen. Ich hoffe, das trifft auf Anklang, sozusagen, wie wir jetzt momentan die Sachen handhaben. Genau. X5000 machen wir als nächstes Thema. Das wird vielleicht einige interessieren. Der X5000, die Hardware ist ja schon eine Zeit lang fertig. Auf OS 4 wird noch gewartet. Morpheus ist auch schon in den Startlöchern. Die OS 4 Entwicklung zieht sich etwas. Wir sind im Endstadium.
Wir haben aber noch einige Probleme zu lösen, insbesondere da es ja von mehr abhängt als jetzt nur von unserer Arbeitskraft. Wir haben beispielsweise die Firmware U-Boot, was nicht in unserer Hand liegt, es wurde von anderen gemacht. Das heißt, finden wir da irgendwelche Sachen, müssen wir dann über AE und je, die gehen wieder zu ihren Zulieferern und so zieht sich das alles. Des Weiteren haben wir nicht den, Vorteil, dass wir eine fertige Hardware bekommen und sagen, wir können jetzt einfach loslegen, sondern wir sind von Anfang an mit eingebunden in den Entwicklungsprozess bei AE. Wir kommen meistens, oder bisher war es so, die kamen vorher zu uns und sagten, wir haben hier eine Idee für ein neues Board, was haltet ihr davon? Dann wird es gemeinsam besprochen und dann bekommen wir Prototypen. Und da passiert es, so wie bei manchen bei Prototypen üblich, dass die abweichen von den letztendlichen Geräten. Da haben wir dann halt mal keine PCI-Express-Boards drauf, manche Adressen sind anders. Und dann funktioniert was auf dem Prototypen und sobald man den Production-Board bekommt oder die nächste Version, geht es wieder kaputt. Soweit ich weiß, ich erzähle es deswegen, weil ich gefragt wurde danach, warum denn MorphOS so schnell fertig war oder fast fertig, Amiga OS 4 war. Soweit ich weiß, falls MorphOS-Entwickler hier sind und das genau wissen, können sie mich da gerne korrigieren, aber soweit ich weiß, haben die MorphOS-Entwickler im Prinzip Production-Boards bekommen. Das heißt, die ganzen Kinderkrankheiten von der Hardware-Seite haben die nicht mitbekommen. Das ist ein gewisser Vorteil. Und ansonsten, die Freescale-Dokumentation ist nicht gut. Da bin ich aber beruhigt. Letztes Wochenende konnte ich mit dem Mark Olsen drüber sprechen, der hat auch hingefragt. Also das ist echt traurig. Der aktuelle Stand, wie gesagt, Amiga OS 4 läuft. Ihr könnt es bei mir am Platz anschauen. Ich habe den X5000 dabei. Leider ohne 3D, weil gerade die Karte, die ich habe, von Radeon HD von IO nicht unterstützt wird. Ansonsten, das System läuft. Es müssen noch einige Sachen gemacht werden, Netzwerktreiber zum Beispiel. Und ein paar Stabilitätssachen müssen noch erforscht werden. Aber wir sind auf einem guten Weg. Wann es fertig ist, kann ich nicht sagen, wenn es fertig ist, ist es fertig. Dann in Neuss haben manche, nächste Hardware. In Neuss haben manche den A1222 gesehen von Aeon, oder? Habt ihr den noch gesehen? Ja. Mhm. Das ist eine neue Hardware von Aeon. Wir wissen davon, ja, wir werden dafür OS 4 rausbringen. Nein, wir wissen noch nicht, wann es fertig sein wird. Denn erstmal der X5000. Das ist ganz einfach. Wir müssen das eins nach anderen machen. Wir haben nicht 100 Entwickler, die wir aufteilen können. Deswegen ist jetzt erstmal der X5000 dran. Wenn der fertig ist, werden wir uns ums nächste kümmern. Das nächste steht halt jetzt auch schon fest, scheint der A1222 zu sein, dann werden wir uns halt darum kümmern. Dieses Ganze, so schön das sein mag, diese Hardwareflut, hat auch Nachteile. Viele beschweren sich immer, die sagen, ja, OS 4 hat sich jetzt nicht so viel weiterentwickelt. Wir würden uns mehr wünschen in moderne Features zum Beispiel. Warum gibt es noch kein SMP? Warum gibt es noch kein Gallium? Weil ganz einfach, weil die Entwickler an den Ports arbeiten. Und wenn ich mich von Hardware zu Hardware seitwärts bewege, ein Entwickler hat gesagt, ich bewege mich in eine Krabbe seitwärts, dann kann ich nicht vorwärts gehen. Und genau das Problem haben wir einfach. Wir haben, ist so blöd, wie es klingt, dadurch, dass neue Hardware kommt, sind wir gezwungen, uns seitwärts zu bewegen statt vorwärts, weil da einfach die Manpower nicht kommt. Deswegen schiebt sich durch jede neue Hardware, so schön es für die User vielleicht auch sein mag, alles andere, wie zum Beispiel 4.2, nach hinten. Und ich hoffe, dass ich da ein bisschen für Verständnis werben kann, dass halt dann einfach manche Dinge länger dauern. So. 1222. Jetzt kommen wir zu OS 4.2. Außer der typischen Nachfrage nach SMP und nach Gallium. Falls Leute die Frage- und Antwortstunde von letzter Woche gesehen haben in Neuss, da waren ja auch der Hans-Jörg und der Thomas Flieben dabei. Der Hans-Jörg arbeitet am Gallium, der Thomas arbeitet an den Körnern hauptsächlich. Kann sich jetzt im Moment auch wieder vorwärts bewegen, muss sich nur sachlich bewegen. Die haben ein bisschen technische Sachen zu den Dingen erzählt. Ich
bevor ich was Falsches sage, weil das einfach nicht mein Bereich ist, sage ich nur, das, was ich weiß, es ist der Scheduler, Exact Scheduler, wurde von Thomas neu geschrieben, komplett neu. Früher, der alte Scheduler ist ja fest round robin. Der neue Scheduler hat erstens neue Datenstrukturen, sodass er mit mehreren CPUs und Kernen klarkommt. Zweitens ist er als Plugin-System ausgelegt. Das heißt, wir können entscheiden, wollen wir einen Round-Robin-Scheduler, wollen wir einen, der nach Prioritäten arbeitet, wollen wir einen kombinierten, wollen wir vielleicht von Linux den Brain-Scheduler portieren, können wir alles machen. Die Plugin-Architektur wird das erlauben. Der Scheduler läuft auf einem Kern. Und im zweiten Kern macht er halt noch keinen Gebrauch. Bei Gallium, da habe ich leider und Gottes noch weniger Wissen, außer es läuft im Software-Renderer. Es sind noch keine Hardware-Treiber fertig, aber der Software-Renderer läuft. Genauere technische Informationen, da schaut ihr euch am besten die Videos an von der Präsentation in Noise, weil da der Thomas und der Hans-Jörg ein bisschen genauer ins Detail gehen können. Ansonsten, diese zwei Features reichen nicht für 4.2. Die wurden halt immer wieder als die Hauptfeatures für 4.2 genannt, aber die machen halt 4.2 nicht aus. Wir haben jetzt gerade letzte Woche uns über die Eck-Features unterhalten, im kleinen Kreis. Ich kann euch nichts drüber sagen, denn unsere anderen Entwickler wissen noch nicht mal was drüber. Die sagen auch, die wissen halt auch nur ganz grob, aber wie wir uns jetzt entschieden haben, welche Features wirklich drin sein sollen und welche nicht und welche nice to have werden, das wissen auch unsere eigenen Entwickler nicht und das sage ich halt dann auch erst unseren eigenen Entwicklern. Aber grob wird oder soll 4.2 natürlich ein schönes, rundes Paket bieten und mehr bieten als jetzt nur, obwohl es ein Riesenbrocken ist, SNP und Gallium. Auch was man anfassen kann, auch vielleicht man sehen kann und nicht nur unter der Haube. Die letzten paar Jahre wurde ja hauptsächlich unter der Haube verbessert und es ist halt immer schwer zu greifen. Deswegen, gerade bei dem großen Versionssprung, da haben wir einiges vor und wir hoffen, dass wir auch vieles umsetzen können. Gut. Das war es soweit von meiner Seite aus dem Nähkästchen geplaudert. Eine Frage an euch jetzt. Ich habe, das Video habe ich auch schon in Peterborough und in Noise gezeigt. Es zeigt grafisch die Entwicklung von Amiga OS von den letzten 30 Jahren, also was in der Versionskontrolle hochgeladen wurde, wirklich ab der ersten Version in der damaligen Amiga Corporation Versionskontrolle über Commodore Versionskontrolle bis hin zu uns. Schaut ganz hübsch aus, dauert 2,5 Minuten. Wer hat es gesehen? Wer möchte es noch sehen? Dann schauen wir uns einfach mal an. Und danach fragen wir dann, oder könnt ihr fragen, und ich versuche so gut wie möglich zu beantworten. Ist das?
Ich habe noch eine Anmerkung dazu zu machen, weil es mir gerade eingefallen. Ich bin in Neuss danach gefragt worden. Da stand auch Release 3.5 und 3.9. Wenn man aber genau hinguckt, dann sieht man, dass die Leute, die 3.5 und 3.9 gemacht haben, also kaum jemand da wirklich was geändert hat dran, weil diese Markierungen sind nur, um den zeitlichen Rahmen einzuordnen. Tatsächlich war das alles noch 3.1-Code, der dann von Olaf Bartel hauptsächlich vorbereitet wurde und überarbeitet wurde. Und auf diesem 3.1-Code basiert OS 4. Wir haben nichts, das ist ganz wichtig, wir haben nichts von 3.5 oder 3.9, außer so Sachen wie Amidoc, externe Tools. Das, was unter der Haube bei Hager und Partnern gemacht wurde, haben wir überhaupt nicht. Wir haben nicht mal Zugriff auf den Code. Nur von diesen paar Entwicklern, wie zum Beispiel Stefan Wobel mit Amidoc, Screamblanger Engine und solche Geschichten, die die mitgebracht haben. Das ist etwas irregeführend in dem Video bloß erklärt. Deswegen. Genau. Ich bin soweit durch. Weiß jetzt immer so genau, was ich euch noch erzählen soll. Also, wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Erste Frage: Wer entscheidet, was in einen Release reinkommt und wer entscheidet, wann es rauskommt? Das Management? Nicht du. Ich bin jetzt Teil vom Management. Ja. Ich bin jetzt seit Anfang des Jahres auch wirklich Direktor. Der dritte tatsächlich. Gemacht wurde es eigentlich, damit ich die Freiheit habe, Entscheidungen zu treffen in der technischen Hinsicht. Weil ansonsten müsste ich immer wieder den Ben fragen oder den Tim als zweiten Direktor und auf deren Reaktion warten und das bin ich dazu gekommen. Wir haben jetzt uns zusammen, letzte Woche beispielsweise, das Management und unsere zwei Entwickler, Thomas Frieden und Hansjörg Frieden, wir haben uns zusammengesetzt und haben darüber diskutiert, welche Kernfeatures wir denn unbedingt drin haben wollen im 4.2. Das grob abgestockt. Das Ganze wird jetzt, eigentlich wollte ich es schon machen, aber ich hatte einfach noch keine Zeit. Das Ganze wird jetzt an den Rest unserer Entwickler weitergegeben und halt geguckt, was die dazu sagen. Und letztendlich wird dann trotzdem vom Management entschieden, welche Features reinkommen, welche reinkommen sollen und welche nicht. Und das Release-Datum wird auch vom Management entschieden, wenn wir sagen, jetzt sind wir soweit, jetzt können wir was machen. Also wenn alle 30 auf einen Termin geeinigt haben oder wenn zwei sagen, das ist jetzt soweit? Ja, wenn alle 30 geeinigt haben, aber das ist eigentlich kein Problem. Also es ist nicht so, dass wir da gegeneinander kämpfen müssten oder sowas. Es kann ja sein, dass jemand sagt, ich will jetzt aber unbedingt, dass dieses Feature nicht mit rein soll. Oder ist es aus Stabilitätsgründen nicht zu machen, wir bräuchten ein halbes Jahr länger. Solange das ordentlich begründet ist, hat da weder der eine noch der andere ein Problem damit. Aber bis jetzt, was ich so mitbekommen habe in der kurzen Zeit, wo ich dabei bin, funktioniert das ganz gut. Zählen denn für euch, dass das jetzt eine Zukunftsmusik wäre, aber sag mal so absolut rudimentäre Sachen wie halt Surfen im Internet oder Mails, E-Mail-Abrufen und so weiter, sind das halt Sachen, wo ihr sagt, das machen wir jetzt schon, wenn auch etwas hinterherhinken externe Entwickler, oder ist das auch was, wo ihr sagt, und dann würden wir vielleicht was kaufen, oder ist das was, wo ihr selber sagt, naja, vielleicht machen wir doch mal was selber, modernes? Wir haben darüber gesprochen, das ist eine Zeit lang her, aber da kam genau dieses Thema auf, ob wir nicht gewisse Basissachen mitliefern sollten. Apple macht es ja zum Beispiel vor, die liefern ja ein riesiges Softwarepaket mit. Microsoft hat immer so Windows Mail und diese Geschichten mit dabei. Das Problem ist aber, wenn wir das selbst machen, dann fehlt uns diese Arbeitskraft am Betriebssystem selbst. Das ist das erste Problem. Das heißt, alles, was wir abgesehen vom Betriebssystem machen, kostet uns Arbeitszeit für das Betriebssystem. Das ist ein Problem. Das andere ist, wir haben dann gesagt, eigentlich wäre das der falsche Weg, denn wir sollten dafür sorgen, dass das Betriebssystem so vorbereitet ist, um diese Anwendungen vernünftig zu erlauben. Also dann quasi die Werkzeuge bereitstellt, mit denen dann die Anwendungen arbeiten können, die richtigen Bubsy-Klassen, also Reaction-Klassen oder sowas. Vielleicht auch irgendwann mal einen
WebKit, Gadget oder was auch immer, was man sich so überlegen kann. Aber die eigentlichen Anwendungen sollten von anderen kommen. Und wir haben jetzt beispielsweise E-Mail, haben wir ja Yam, bekommt jetzt irgendwann vielleicht mal IMAP-Support, zumindest angedacht. Wir haben SimpleMail, hat IMAP-Support, wenn auch nicht ganz so hervorragend. Aber der Punkt ist einfach, wir stellen das Betriebssystem her und wir können nicht den kompletten Markt abdecken. Dafür sind eigentlich die Drittentwickler da. Und die, wenn sie nicht da sind, dann müssen wir sie halt herholen. Dann müssen wir die entsprechenden Tools bereitstellen. Aber wir können nicht alles selber machen. Ja, und praktisch in irgendeiner Form da was in Form von Bundles oder so? Ja, wir haben ja unsere Contributions beim, auf der CD sowieso drauf. Da sind ja Webbrowser und auch E-Mail-Programme, ist ja alles mit dabei. Wenn wir was finden, was wir sagen, es wäre sinnvoll, das mitzuliefern oder uns jemand was anbietet und wir das für sinnvoll erachten, dann liefern wir das gerne als Contribution mit. Aber selbst die Entwicklung zu übernehmen, wäre nicht sinnvoll. Wir haben einfach nicht die Armee von Programmierern, die sich Apple leisten kann oder Microsoft oder sonst was. Deswegen müssen wir uns unsere Schlachten aussuchen. Und das Sinnvollste ist halt einfach am Betriebssystem weiterzuarbeiten und das so weit zu bringen, dass man möglichst einfach vom anderen dieses entwickeln lassen kann. Wie viele seid ihr insgesamt? Müsste ich jetzt, ich weiß es wirklich noch genau. Okay. Ich habe zwar irgendwo eine Liste, aber ich kann es nicht sagen. 50, 30? Nee. Ich weiß nicht, sagen wir mal 25 plus minus. Wobei natürlich viele davon weniger aktiv sind. Es ist halt einfach tragen halt bei, wenn sie können. Die meisten haben, ist bei mir genauso, ich habe einen normalen Beruf, muss auch jeden Tag 8 Stunden arbeiten in der Regel und habe dann nochmal 4, 5, 6 Stunden, die ich in Imperium investiere. Muss ich jetzt auch zurückfahren, weil sonst stark nochmal vorne ist. Vielleicht nochmal grob umreißen, was Gallium ist oder werden soll? Gallium, also ganz grob gesagt, ist Gallium ein Treiberpaket. Es ist eigentlich mehr als ein Treiberpaket, deutlich mehr als ein Treiberpaket. Ein State Tracker. Ja, wie erklärt man Deutsch? Ja. Unser aktuelles 3D-System ist überhaupt 3D. Eigentlich ursprünglich entwickelt, ich glaube, für Heretic. Ich glaube tatsächlich, dass es nur für Heretic damals gebaut wurde. War nie dafür gedacht, irgendwie großartig erweitert zu werden und allgemein, aber das ist halt so mit der Zeit gekommen. So. Gallium ist eine Architektur, kann man schon fast sagen. Bitte eine Infrastruktur, wo du auf der einen Seite Hardware-Treiber hast, für moderne Grafikkarten ab Radeon R300 aufwärts und auch Nvidia-Karten. Und auf der anderen Seite Schnittstellen hast zu zum Beispiel Kygo oder OpenGL. Oder man könnte auch eine WOP3D-Schnittstelle machen, sodass Software, die eigentlich für WOP3D geschaffen ist, über Gallium dann läuft. Ich würde mir jetzt wünschen, dass Hans Jörg da wäre. Er könnte da einen ganzen Haufen mehr dazu sagen. Ja, aber das war im Grunde genommen meine Frage ging. Also es ist kein Ersatz für OpenGL oder sowas, sondern es ist quasi eine Schnittstelle. Es ist ein Vehikel dafür. Also du hast zwischendrin immer noch, du hast die Software, du hast zwischendrin die OpenGL-Layer oder Mesa oder was auch immer und darunter kommt Gallium. Also es ist nicht keine Programmierschnittstelle, so wie OpenGL, das ist es nicht. Sondern es bietet dir eine OpenGL oder Mesa-Schnittstelle. Also wenn das fertig ist, müsste im Grunde genommen dann auch die eigentliche 3D-Umgebung oder was auch immer müsste denn dafür noch angepasst werden? Es gibt ja Mesa bereits, OpenGL, mit in Verbindung mit Gallium. Das gibt es bereits. Das heißt, wenn Gallium läuft,
kann man dann auch, hat man dann auch diese Schnittstelle, diese Weser-Schnittstelle, die auf Gallium zurückgreift. Jetzt haben wir ja Mini-GL, das wiederum auf Warp 3D zurückgreift. Das ist vielleicht so vergleichbar. Das heißt, was wir ersetzen wollen oder damit ersetzen können, ist dann Mini-GL und Warp 3D. Zumindest ab R300 aufwärts. Alles drunter gibt es halt keine Gallium-Treiber. Müsste sich dann wieder jemand finden, der dann für R100, R200, also was jetzt zum Beispiel in ZEM440, da ist ein R200 drin, dass da jemand einen Treiber schreibt für Gallium. Oder weiterhin auf Warp 3D für die Teile setzen. Geht das gut. Über Hardware reden. Sieht das eigentlich aus mit der Unterstützung der alten Produkte für OS 4.2 in Zukunft? Wird das noch weiter beibehalten oder wir sind irgendwann... Kann ich nicht sagen. Das Problem ist, wir hatten es vorher gerade. Es ist halt schwierig, die alte Hardware immer weiter zu unterstützen, immer mehr rauszuholen, weil natürlich das System auch immer mehr Leistungsbedarf bekommt. Das heißt, irgendwann wird sicherlich das Ende der Fahnenstange erreicht werden. Die Frage ist halt jetzt, wie viel Aufwand haben wir tatsächlich, um das zu unterstützen? Solange sich der Aufwand in Grenzen hält bzw. rechnet, werden wir wahrscheinlich die Unterstützung nicht einstellen. Wenn aber irgendwann mal der Punkt erreicht werden sollte, wo wir sagen, ja, es ergibt keinen Sinn, es geht einfach nicht, weil wir müssten da jetzt ein Jahr lang Entwicklung nur in die alte Hardware stecken und dann wird es gerade so eben laufen, dann bringt es ja nichts. Gerade für 2 kommt halt viel auch auf die Feature an, weil SMP bringt für die alten Kisten nichts. Gallium bringt auch nichts für die alten Kisten. Was bleibt denn da noch über? Die restlichen Features, die wir jetzt letzte Woche besprochen haben, ja, da können ein paar ohne Probleme drauf laufen, andere wiederum sagen, na, ob wir das leistungsmäßig schaffen, wissen wir nicht. Also das wird wirklich dann, wir müssen das von Version zu Version entscheiden, ob wir dafür eine Klassik-Version machen oder nicht. Ich rede jetzt nicht von Klassik, ich rede jetzt zum Beispiel von Pegasus. Ach so. Klassik, das ist ja sowieso eine, in meinen Augen, eine nice to have, weil man ja eh schon vom Prozessor. Habe ich jetzt bald verstanden, ich höre jetzt alte Hardware, Klassik automatisch. Nee, ich weiß, Pegasus ist ja auch schon ein bisschen getagt, der hat ja auch schon über 10 Jahre hinter sich. Deswegen, da war ich jetzt in die Richtung. Pegasus. Amiga One, das ist X800, diese kleine da. XE, Micro One, ja. Ja, genau. Die werden natürlich weiterhin normal unterstützt, weil wir im Prinzip nichts dafür tun müssen. Das Problem ist, bei den Sachen, die müssen eigentlich besser unterstützt werden. Die werden ja nicht ausgereizt. Bestes Beispiel ist der Pegasus, wenn man den Pegasus hinstellt, gleiche Hardware und lässt OS4 drauflaufen und lässt MorphOS drauflaufen. Da sieht man diverse Unterschiede, die schon fast peinlich sind. Also die sind nicht nur fast peinlich, die sind peinlich. Nur braucht man dafür wieder jemanden, der sich hinsetzt und sagt, ich habe daran Spaß und Willen und auch das Wissen, um mich damit zu befassen und das zu optimieren. Das muss man erstmal finden. Die meisten Entwickler sind von Natur aus, die wollen lieber an neuen Sachen schrauben, die wollen irgendwas Neues machen. Das ist die Schwierigkeit daran, die wirklich besser zu unterstützen. Ich selber würde sie gerne besser unterstützen. Mein Hauptrechner ist immer noch ein XE. Aber ob man sie besser unterstützen kann, kann ich nicht verstehen. Okay. Wie groß ist denn die Userbase? Also, oder andersrum gefragt, wie viele Abverkäufe habt ihr von 4.1 gehabt ungefähr? Sag ich nicht. Das sind unsere Zahlen. Verkaufszahlen kann ich nicht rausgeben, aber wir schätzen die Userzahl von aktiver User vielleicht auf. Keine Ahnung. Nee, ist echt schwierig. Weil das Problem ist, gerade mit der Final Edition haben sich die Zahlen sehr, wie sagt man, sind sie sehr verwischt. Dadurch, dass sie günstig waren, haben viele, ich kenne viele, die haben 4 oder 5 Final Edition gekauft. Es gibt manche, die meisten haben vielleicht 2 gekauft, weil sie sagen, ich habe einen MG-Rechner und ich kaufe mal die Klassik noch mit, weil läuft der jetzt auf UAE. Von daher, wir können aus diesen Verkaufszahlen kann man eigentlich nicht ersehen, wie viele User tatsächlich da sind. Das ist echt das Problem. Aber ich würde sagen, an aktiven OS4-User, alle miteinander genommen, 4.1, 4.0 und sowas, wenige tausend.
weltweit. Wenige tausend, viel zu wenige. Wir müssen doch eigentlich die Registrierung übereinander legen können, oder nicht? Ja, wir können die Registrierung schon hernehmen, aber nicht jeder registriert sich. Wir haben immer noch Leute, die sich für 4.0 registrieren. Aber und du weißt auch nicht, wie viele davon aktiv sind. Also, wenn ich mich nicht registriere, dann ist ja meine Interesse auch eher gering. Es wäre doch zumindest eine Quelle, wo man sagen könnte, daran könnte man ermitteln, wie viele User man wirklich hat. Und vor allem, die Leute, die doppelt gekauft haben, siehst du dann ja auch. Natürlich sehen wir die. Wir sehen auch die einzelnen User, aber wie gesagt, nur die, die sich wirklich registrieren. Und es gibt jetzt welche, die sich immer noch für 4.0 registrieren, die vorher noch nicht registriert waren. Warum auch immer. Weil sie es gerade umgreifen. Ja, irgendein Weihnachtsgeschenk, irgendwann mal in den Schrank geräumt und dann wieder rein. Ich weiß es nicht. Aber Userzahlen ist ein schwieriges Thema. Ich würde sagen, rein von den Zahlen her, dass wir weltweit wenige Tausend haben. Und die meisten konzentrieren sich auf Deutschland und England. War schon immer so. Das ist ja historisch so. Frankreich ist auch jetzt stark, aber ansonsten. Wie sieht es mit Osteuropa aus? Polen, Russland, Tschechien? Also Polen haben wir im Vergleich natürlich relativ wenig zu den anderen Großen, aber ich glaube, dass in Polen eher MorphOS vorherrscht. Wir haben einige polnische User, aber ich glaube, dass da eher MorphOS vorherrscht. Und Russland weiß ich jetzt zwei, aber die ich jetzt von den Foren her und so weiter kenne, ansonsten wüsste ich jetzt. Ich wüsste auch gar nicht, ob wir das erfassen, aber ob wir das auswerten können, wahrscheinlich. Aber ob wir jetzt 10 haben, 15 haben, 20.000, keine Ahnung. Ich weiß nur von wirklich zwei, die kenne ich halt, aber. Stichwort UAE. Die Hauptbeschränkungen sind die Grafikkarte, in der Form, dass nur die Picasso 4 emuliert wird mit 4 MB und der Hauptspeicher mit 128, beziehungsweise ich habe gehört, es gibt einen Trick mit 256 MB. Nun liegt UAE nicht in eurer Hand, aber die Verkäufe der letzten Monate haben gezeigt, dass der Bedarf offenbar da ist. Besteht aus eurer Sicht Interesse und arbeitet ihr darauf hin, dass diese beiden Beschränkungen mindestens aufgehoben werden? Geht da was von euch aus oder verlasst ihr euch ausschließlich auf den Toni, dass der das macht? Der Toni kann im Prinzip tun und lassen, was er will. Wenn wir die Beschränkung nicht aufheben mit 128 MB oder halt 256 für die Blizzard, dann wird sich da nichts ändern. Da kann der Toni sich auf den Kopf stellen, weil er müsste dann wirklich da sind viele Sachen hardcodiert. Das ist mal zum einen. Das andere ist, wollte ich jetzt sagen. Das andere ist, wir haben natürlich diese UAE-Sache diskutiert und wir haben gesagt, alle Änderungen, die wir machen, müssen richtigen Amigas zugutekommen und dürfen UAE nur automatisch als Beiwerk helfen. Weil wir unterstützen die Emulation nicht offiziell und wir wollen das auch nicht. Deswegen, wir sind in Kontakt mit Michael und also mit Michael Battigliano und auch der Toni Willen. Und wenn die uns um irgendwas bitten, dann überlegen wir, wenn wir das machen, bringt das den richtigen Amigas was? Wenn ja, dann können wir das machen. Wenn es aber nur der Emulation was bringen würde, dann sagen wir, machen wir das. Weil es weil wir eben, wie gesagt, nur die richtigen Amigas unterstützen wollen. Okay, es gibt ja auch auf richtigen Amigas bessere Grafikkarten als die Picasso 4, also mindestens solche mit mehr Grafikkartenspeicher. Das sind die Blizzard Vision und die Cyber Vision beispielsweise, die haben mindestens 8 MB. Das wäre ein Limit, das man leicht aufheben könnte und es auch den Classic-Usern bereitstellt. Da liegst du aber falsch, weil es liegt ja nicht an uns. Das muss ja der Toni willen oder wer auch immer UAE macht, in dem Fall emulieren nicht wir. Wir nehmen, welche Grafikkarte auch immer da ist. UAE bietet uns halt nur die Picasso an. Okay. Also, das ist wirklich nicht unser Problem. Das ist ja genauso wie der UAE versucht, einen richtigen Amiga darzustellen. Wenn du jetzt 4.000 hinstellst mit der Cyber Vision, mit
glaube aber 16 irgendwie hat die tatsächlich. Sicher? Ja. So lange habe ich das Ding schon mal angefasst. Dann nehmen wir die natürlich. Bieten wir die auch an. Funktioniert ja auch wunderbar. Wenn du eine Blizzard Vision hast, dann nehmen wir die. Aber wenn dir halt nichts anderes angeboten wird, außer diese Picasso-Emulation, können wir auch nichts anderes machen. Zu der Arbeitsspeicherlimitierung. Das liegt ja nicht daran, dass wir den bewusst künstlich begrenzen, sondern der Z3-Speicher ist langsam, der ist wirklich extrem langsam. Wer es vielleicht mal ausgetestet hat, über ein paar Megabyte pro Sekunde kommst du dann da raus. Da bist du mit einem Pager von 4.1, der über die Cyberstorm läuft, deutlich schneller, wenn du schnelle Festplatten dran hast. In der Entwicklungsversion kann man den Speicher mittlerweile auch als 2.3-Speicher einbinden. Das System fängt halt dann das Kriechen an. Also bringt so gesehen nicht. Viele sagen ja, weil damit schneller läuft, aber das stimmt nicht. Ob das allerdings dann irgendwann veröffentlicht wird, gute Frage. Theoretisch können wir es veröffentlichen, ob es so gemacht wird. Das ist zumindest von meiner Seite her noch nicht entschieden und ich wüsste auch nicht, dass es schon eine Entscheidung dazu gibt. Es wird dann anstehen, wenn jetzt das Final Edition Update ansteht. Es wird ein Update, das habe ich vielleicht auch noch nicht gesagt, ne? Es wird ein Update geben für die Final Edition. Wahrscheinlich nach dem Cyrus. Nach Cyrus vor dem, also nach X5000 vor A1222. Und da müssen wir auch nochmal genauer nachschauen, was wir denn jetzt wirklich reinpacken in das Update. Und da könnte es gut sein, dass auch dieser Classic-Kernel mit reingibt, wo man dann den Z3-Speicher als normalen Arbeitsspeicher einbinden kann. Ich habe das bei meinem zum Beispiel gemacht, der hat eine Big RAM drin. Aber weil ich diese Unterstützung mit implementiert habe. Aber nutzbar ist es nicht wirklich. Also muss dann jeder selber ausprobieren. Weitere Fragen? Eine noch. Du sagst ja gerade das Update für 4.1 FE. Wie viele Fehler sind euch schon bekannt? Und ich wüsste, wo es von zwei Sachen überhaupt aufgefallen sind, aber es sind bestimmt bei euch mal mehr angelaufen. Wie ist denn der Umfang der, was dann an Bugs gemeldet wurde? Also an Fehlern, Zahlen kann ich nicht nennen, aber es wurden relativ wenig gemeldet. Also die Final Edition scheint sehr stabil zu laufen, denn den Eindruck haben wir auch. Das ändert nichts daran, dass es einige Dinge gibt. Wir haben ein paar Probleme im Bereich DOS und RAM-Handler gesehen, die wir gerne beheben würden. Die treten nur unter bestimmten Umständen auf, aber hätten wir halt gern behoben. Es gibt im USB-Bereich gibt es ein bisschen Updates. Kernel wurde einiges verändert für die meisten Maschinen. Also es gibt schon ein paar Dinge. Und vor allem noch ein wichtiger Punkt, wenn der X5000, wenn der rauskommt, der hat ja viele Komponenten neuer. Erstens wegen den Anpassungen für diese Hardware und zweitens, weil halt auf diesem Weg gegebenenfalls irgendwelche Sachen gefixt wurden oder robuster gemacht worden sind. Und alle anderen Plattformen sollen wieder auf den gleichen Stand gebracht werden, damit man eben das vermeiden, was vorher der Fall war, dass nämlich jemand gefragt hat, was ist denn für ein System, und der sagt, ja, Update 6. Er sagt, okay, und wie viel von den Einzelupdates von den 88 Stück hast du denn installiert? Und hast du denn diese Version und jene Version und diese Version? Und das wollen wir vermeiden. Dass eben alle Plattformen wieder gerade sind, auf einem Stand, wollen wir dieses Final Edition Update rausbringen. Die genaue Feature-Liste gibt es halt dann, wenn das Update da ist. Weitere Fragen? Nix. Dann danke fürs Zuhören. Vielen Dank.